Guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mein Berlin. Frank Henkel im Gespräch mit. Mein heutiger Gast ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Herzlich willkommen, lieber Dr. Zittelmann. Mein heutiger Gast ist 1957 in Frankfurt am Main geboren. Er ist Historiker, er ist Buchautor, er ist Unternehmer. Nach eigenen Angaben war er als Schüler Maoist. Später während seines Politikstudiums an der Technischen Hochschule in Darmstadt war er Marxist. Er promovierte zweimal, arbeitete danach in verschiedenen Verlagen, etwa als Cheflektor oder als Mitglied der Geschäftsleitung. Im Jahr 2000 gründete Dr. Dr. Rainer Zittelmann sein eigenes Unternehmen, die Dr. Rainer Zittelmann PB GmbH. Das ist eine Kommunikationsberatung für Immobiliengesellschaften. Und 2016 verkaufte er dieses Unternehmen und veröffentlichte mehrere Bücher mit den Titeln oder über die Themenstellungen Erfolg und Finanzen. Heute schreibt er Kommentare in verschiedenen Medien, in verschiedenen Zeitungen in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen. Ihnen nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Herr Dr. Zittelmann, ein Doktor reicht vielleicht für diese Sendung. Die Sendung heißt Mein Berlin und deshalb stelle ich meinen Gästen ganz gerne immer ein paar Fragen, wenn Sie so wollen, zum Aufgalopp, zum Warm-up über Berlin, weil es mich dann schon interessiert, wie die Gäste auf Berlin reagieren und deshalb das kleine Ergänzungsspiel auch mit Ihnen zu Beginn. Berlin ist für mich meine Lieblingsstadt in Deutschland. Der schönste Ort der Stadt ist? Der Shiner Club in Berlin. Der Shiner Club in Berlin. Die Menschen hier sind? Unterschiedlich. Und Berlin bei Nacht ist? Ja, besser als viele andere Städte bei Nacht. Die letzte Frage, dann sind wir schon einmal durch. Meinen Berlin wünsche ich? Ja, dass wir irgendwann mal nicht so sehr auf dem rot-rot-grünen Trip sind. Nur, ja. Das ist ein Wunsch, den kann man formulieren. Sie haben so ein wunderschönes T-Shirt an. I love Capitalism. Insofern ist dieser Wunsch doppelt verständlich. Sie sind in Frankfurt am Main geboren und leben wie lange jetzt schon in Berlin? Seit 1987, also ich bin vor dem Mauerfall gekommen. Ich hatte damals ein Angebot an der Freien Universität hier als Dozent und war 5 Jahre am Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung. Das war der Grund, warum ich damals nach Berlin gekommen bin, also vor Mauerfall. Und nie bereut? Nein, absolut nicht. Im Gegenteil, bin froh, dass ich immer, könnte mir auch eigentlich nicht vorstellen, in Deutschland irgendwo anders zu leben. Hatte mal überlegt, in New York vielleicht oder in London, ja. Aber ich bin absoluter Großstadtmensch und deswegen auch Berlin. Ja. Rainer Zittelmann, die Neue Zürcher Zeitung schrieb einmal über Sie, der Mann ist stets im Angriffsmodus. Da muss ich natürlich die Frage stellen, stimmt das? Erstens, wenn ja, fühlen Sie sich angegriffen oder greifen Sie an? Ja, ich greife schon lieber an, als dass ich angegriffen werde, logischerweise, obwohl beides passiert. Was hat er damit gemeint? In politischen Talkshows, und da schaue ich ganz viele, wenn man das beobachtet, dann war das normal immer so, da sitzt so ein Linker oder ein Grüner und dann ein Konservativer. Und der Konservative biedert sich immer so ein bisschen an, beugt sich rüber. Wir sind gar nicht so weit auseinander, wie Sie denken. Und eigentlich wollen wir dasselbe. Ja? Und der Grüne oder der Linke macht das gar nicht. Ja? Und in der Beziehung bin ich also doch meiner linken Vergangenheit treu geblieben, dass ich sage, ich greife lieber an, ich kritisiere lieber. Ja? Und ich finde es halt schade, wenn Unternehmer oder wenn konservative Liberale immer so aus der Defensive argumentieren. Und das hat er wahrscheinlich gemeint, Zittelmann ist im Angriffsmodus unterwegs. Also nicht immer, aber... Nein, also natürlich, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, wäre ja auch schrecklich, wenn ich da im Angriffsmodus unterwegs bin. Aber dann heute ganz friedlich so. Mit mir hier zusammen, ja? Ja, 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 ganz klar. Ja. Ganz klar, okay. Herr Zittelmann, was ist denn Ihr Lebensmotto? Gibt es eins? Ja, das Lebensmotto heißt, setze dir größere Ziele. Das ist auch ein Buchtitel von mir, ja. Und ich habe noch ein zweites Lebensmotto und das ist auch ein Buchtitel. Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Große Ziele finde ich wichtig, aber die haben sich auch verändert bei mir im Lauf des Lebens. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr richtig mit Begeisterung brenne und morgens aufstehe und sage, wow, da freue ich mich drauf,
dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Zeit, mach was Neues. Und deshalb habe ich auch so viele verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht. Da drängt sich ja die Frage auf, was kommt als nächstes? Brennen Sie jetzt für das, was Sie tun? Ja, absolut. Also ich bin, nachdem ich meine Firma verkauft habe, war halt wieder das Bücherschreiben, was bei mir im Mittelpunkt steht und Artikel für viele Zeitungen. Und mein Radius ist jetzt nicht mehr Deutschland nur, sondern weltweit. Also ich war letztes Jahr in China in 5 großen Städten, habe Vorträge gehalten. Ich war im Januar in Washington. Ich war jetzt in London. Demnächst geht es nach Korea, um Vorträge zu halten. Meine Bücher werden auch weltweit publiziert und ich schreibe auch für führende Medien in USA oder in Großbritannien. Also das ist das, was mir, damit verdient man jetzt kein Geld, ja? Muss ich auch nicht mehr, habe genug verdient, aber das ist das, wofür ich richtig brenne, halt die Bücher zu schreiben und meine Botschaften irgendwo unterzubringen. Wer lädt Sie ein, wenn Sie international, wie Sie sagen, unterwegs sind und wer ist Ihr Publikum? Also in China war das der Verlag, wo ich das Buch veröffentlicht habe. Das war besonders interessant. Da war ich in diesen 5 Städten und es waren ganz unterschiedliche Leute, auch viele junge Leute dabei. Und das war für mich faszinierend, der Optimismus. Ja, da ging es also um mein Buch, das in Deutsch Psychologie der Superreichen heißt. Das ist unter anderem auch ins Chinesische übersetzt worden. Und in Deutschland sind die Leute da so ein bisschen kritisch, die Journalisten. Ja, ist es überhaupt richtig, reich zu werden? Ist es überhaupt eine gute Idee? Oder ist es anrüchig? In China hat das keiner gefragt. Die wollten alle nur wissen, wie es geht. Und nach einem Vortrag kam ein 10-jähriger Junge zu mir in perfektem Englisch und sagte, also ich bin jetzt Schüler, wann soll ich anfangen, meine Firma zu gründen, weil ich möchte auch reich werden. Und wie war die Antwort? Ich habe gesagt, also wenn Sie schon so fragen, gleich. Oder wenn du, habe ich gesagt, wenn du schon so fragst, gleich. Ist Rainer Zietelmann eitel? Absolut. Ich habe jetzt gerade so einen Narzissmus-Test gemacht, ja, und da habe ich die volle Punktzahl bekommen. Ja. Und ich habe auch das Motto, ich denke, Narzissten kommen weiter im Leben, ja, und das muss ja nichts Krankhaftes sein. Also es gibt auch einen ganz gesunden Narzissmus und da habe ich bestimmt eine ganze Menge davon. Herzerfrischend, ehrlich und aufrichtig, absolut. So ein Test, ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Also auch mal, ja, das ist interessant. Ja. Wenn ich das sagen darf, Sie wirken sehr, sehr sportlich, jetzt auch hier in diesem T-Shirt. Treiben Sie Sport? Klar, das sieht man ja hoffentlich. Ja? Also jetzt. Ja. Nee, also ich mache seit 42 Jahren regelmäßig Kraftsport. Habe sogar ein Buch geschrieben, Erfolgsfaktoren im Kraftsport, wo ich stolz drauf bin, immer sauber, nie Anabolika genommen, ja? Nie irgendwo gedopt, ja? Sondern alles natürlich. Und von Natur aus bin ich eigentlich ganz, ganz dünn mit spindeldürren Armen. Und das ist also das. Das ist vorbei. Das ist vorbei durch das Training. Und ich trainiere so, ja, sagen wir, 4 bis 6 Mal die Woche. Nicht sehr lang, meist nur eine halbe Stunde, aber mit sehr hohen Gewichten. Und das ist für mich auch ganz wichtig so. Seit 42 Jahren. Seit 42 Jahren. Für Beständigkeit. Ja, genau. Ja, also wenn ich mal krank bin, dann nicht. Ja. Aber wenn ich nicht krank bin, dann also immer mindestens so 3 Mal, maximum 6 Mal, aber immer so dazwischen bewegt sich das. Im Urlaub das. Auch. Im Urlaub, ja klar, erst recht. Die Muskeln machen keinen Urlaub. Im Urlaub habe ich ja jeden Tag Zeit zu trainieren. Wir haben vorhin bei dem kleinen Ergänzungsspiel, wo es um Berlin geht, ja schon ein bisschen raushören können, es gibt eine gewisse Liebe zu unserer Stadt, eine gewisse Liebe zu Berlin. Gönnt sich denn Rainer Zietelmann auch mal eine Currywurst mit Pommes bei der Figur? Nee, also aus 2 Gründen. Erstens bin ich Vegetarier, deswegen kommt also die Currywurst nicht in Frage. Zweitens esse ich keine Pommes frites, weil ich nicht dick werden will. Also insofern, also das fällt für mich aus. Ja. Wir kommen nochmal zurück auf Berlin. Sie sind aus Frankfurt am Main hier in die Stadt gezogen. Wenn Sie heute Besuch bekommen von irgendwoher und Sie möchten Ihre Stadt zeigen, wo muss man unbedingt hin? Wenn man Gast bei Rainer Zietelmann ist. Wo wird man hingeführt? Jenseits des China Clubs. Ja, da haben Sie schon gesagt. Also eigentlich bin ich ein bisschen eintönig, muss ich sagen, und gehe dann immer mit den Leuten, wo es mir halt gut gefällt, in den China Club. Und danach ins Sportstudio. Ja, derjenige, der jetzt so die ganzen Sehenswürdigkeiten, das mache ich auch in anderen Städten eigentlich ungern, wenn es die Freundin will. Ja, aber ich bin nicht so der Mensch, der dann, wenn er in Paris ist, sagt, ich muss jetzt zum Eiffelturm und da ein Foto machen. Also für mich ist es immer interessanter, wenn ich in anderen Städten bin, dann wirklich interessante Menschen kennenzulernen. Also ich war jetzt viel in London, in letzter Zeit und da bin ich dann nicht derjenige, der dann die Sehenswürdigkeiten fotografiert, sondern der die interessantesten Menschen kennenlernen möchte. Okay. Sie haben vorhin betont, Sie sind vor dem Mauerfall nach Berlin gekommen. Wir haben ja
in diesem Jahr im November ein großes Jubiläum zu feiern, 30 Jahre Mauerfall. Was bedeutet dieses Ereignis für den Publizisten, für den Buchautor, für den Unternehmer, für den Menschen, der hier in Berlin lebt? Was bedeutet dieser Mauerfall für Dr. Zittelmann? Es war das einzige Mal, glaube ich, in meinem Leben, wo ich aus einem politischen Grund geweint habe. Die Tränen kamen, also wo die Nachricht im Fernsehen kam. Ja. Gab es sonst vorher und hinterher nicht aus einem politischen Grund, ja, weil ich war schon vorher also absolut für die Wiedervereinigung gewesen und da war man ja damals Außenseiter, also da wurde man ja als reaktionär, als ewig gestrig, als völlig realitätsfremd beschimpft, so wie auch Axel Springer zum Beispiel. Ja. Und das finde ich im Grunde genommen traurig, der Axel Springer, der so ein bisschen Vorbild war für mich, der damals gesagt hat, der Kommunismus wird zusammenbrechen, Deutschland wird wiedervereinigt, Berlin wird die Hauptstadt, hat in allem Recht gehabt. Und normalerweise also müssten wir dem ein Denkmal hier in Berlin aufstellen. Macht man aber nicht. Ja. Und ja, also ganz wichtiges Ereignis für mich gewesen. So. Da sprudelt es aus ihm heraus. Man könnte noch stundenlang zuhören. Wir werden nicht stundenlang zuhören, aber bald wieder nach einer kleinen kurzen Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran.